Und an solchen Beispielen wie gerade im Glyphosat-Thema, gerade diesem, was wir eben erlebt haben, da sehen Sie, wie naiv es ist anzunehmen, dass wir wirklich eine funktionierende Demokratie haben, so wie wir uns das bisher immer vorgestellt haben. Rücktritt, das ist auch längst aus der Mode gekommen. Selbst von diesem Kern bisher kein Rücktritt. Vielleicht kommt da ja tatsächlich noch was, wenn der Aufruhr groß genug ist. Aber bisher war es nicht der Fall. Auch Merkel hat die schlechteste Wahl seit dem Zweiten Weltkrieg hingelegt. Hat die CDU fast in die Bedeutungslosigkeit, mag man sagen, geführt, auf das schlechteste Ergebnis. Und stellt sich hin und sagt, sie sieht nicht, dass das anders machen müsste. Egal auf welchen Skandal der letzten Jahre Sie schauen, Rücktritte sind vollkommen aus der Mode gekommen. Erinnern Sie sich noch, es gab vor Jahrzehnten, da ist Politiker wegen jedem Kleinkram, ist ein Politiker zurückgetreten, das ist ja vollkommen out. Warum auch? Die Leute sind so eingelullt, so tump, dass es sie überhaupt nicht mehr interessiert. Dann hat man die Videos, man hat die YouTube-Videos, man hat die kleinen Katzen-Videos, man hat alle möglichen Sachen, die einen einlullen. Man regt sich mal über dies, mal über jenes kurz auf und ansonsten geht es weiter. Warum sollte dann noch einer von den Jungs da oben sich die Mühe machen, zurückzutreten? Die Leute sind doch längst nicht mehr bereit, auf die Straße zu gehen, sich über irgendwas so aufzuregen, dass es für ihn da oben Konsequenzen hätte. Das ist doch in 3 Tagen sowieso wieder vergessen.